Herzlich willkommen zu einem weiteren magischen Espresso. Heute möchte ich mit dir über Beziehung kompliziert sprechen. Mein Name ist Indira. Ich bin Mentorin und Emotionscoach und mir ist aufgefallen, dass wir bei der Bezeichnung Beziehung kompliziert sofort Bilder im Kopf haben. Und es kommt sicherlich sofort dieses Ja, mein Mann, meine Mutter, meine Schwiegermutter, mein Chef, meine Kinder. Aber ganz ehrlich, ich glaube, in erster Linie geht es darum, welche Beziehung habe ich eigentlich zu mir selber? Wie wertschätzend bin ich mir gegenüber? Wie viel Liebe schenke ich mir? Wie viel Aufmerksamkeit schenke ich mir? Wie achtsam bin ich mit mir? Wie oft kritisiere ich mich? Wie oft bin ich nicht zufrieden mit meinem Körper? Wie oft gebe ich anderen Schuld dafür, wie ich mich fühle? Dabei geht es doch ganz oft nur darum, dass der andere gerade etwas angeteasert hat, getriggert hat, sagen wir auch, was eigentlich ganz tief in mir schon verletzt ist. Und ich möchte dich einladen, dir mal so ein, zwei Tage Zeit zu nehmen und dich zu beobachten und mal zu schauen, wie liebevoll bist du mit dir und ob deine Beziehung zu dir absolut harmonisch ist, absolut erfüllt ist oder ob sie doch ein ganz klein bisschen kompliziert ist, weil es Anteile an dir gibt, die du nicht magst, sei es an deinem Körper, sei es an deiner Art und Weise, wie du reagierst, sei es an der Art und Weise, wie du Dinge bewertest, wie du Dinge wahrnimmst. Und vielleicht hast du ja Lust, dir das mal aufzuschreiben, wie in so einem Journal, und die Dinge umzukehren. Dass wenn du feststellst, dass es etwas gibt, was du gar nicht magst an dir, dass du stattdessen etwas findest, was dir unglaublich gefällt. Vielleicht ist es deine Augenfarbe, vielleicht sind es deine Haare, vielleicht sind es deine Hände. Etwas wird es geben. Und wenn es das Ohrläppchen ist, was du magst. Und dass du schaust, wie du selber sprichst. Bist du wertschätzend anderen gegenüber? Kannst du ein Lob aussprechen? Kannst du Dankeschön sagen? Kannst du hilfsbereit sein, ohne eine Gegenleistung zu erwarten? Ich finde mal ein ganz tolles Beispiel zu gucken, wie wir mit unserem Umfeld umgehen, ist das Autofahren. Ich glaube, das ist der Bereich, wo am meisten geschimpft wird, wo sich darüber Gedanken gemacht wird, warum der andere jetzt so reagiert, wie er reagiert. Und wir ganz schnell dazu neigen, etwas zu verurteilen. Und ich persönlich komme dann immer in so ein inneres Lachen, wo ich denke so, ja, macht es jetzt Sinn eigentlich, dass ich mich darüber aufrege? Ich weiß doch gar nicht, was mit dieser Person jetzt gerade ist, wie es ihr geht, warum sie so reagiert, wie sie reagiert. Ganz ehrlich, ich habe oft Momente, gerade beim Autofahren, wo andere wahrscheinlich genau das Gleiche über mich denken und sagen so, geht's noch? Also fühl dich eingeladen, dich zu beobachten, ein bisschen darüber zu reflektieren, zu journalen und hinterlass mir gerne einen Kommentar, wenn du dich mit mir austauschen möchtest. Folg mir auf Instagram. Und wenn du keinen weiteren magischen Espresso verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Bis dann. Ciao, ciao.